Das sieht nicht wie ein Grabstein aus, Tina. Was ist das? Hier hat sich der Sockel der Spendenbox erhalten, wo für die Angehörigen der Beerdigungsbruderschaft Hebräisch Kevra Kadisha gespendet worden ist. Das ist die Organisation, die für die Bestattung zuständig ist und dann auch für den Erhalt des ganzen Friedhofes. Jetzt muss man wissen, Generationen von Angehörigen der hier Bestatteten haben gespart, haben gespendet, damit der Friedhof erhalten bleiben kann. Leider ist auch diese Kevra Kadisha, diese Beerdigungsbruderschaft in der NS-Zeit enteignet worden als eine jüdische Vereinigung. Leider ist dieses Geld später nicht zurückerstattet worden, sodass wir heute auf das Geld, das die Familien selbst vorgesehen haben, um den Friedhof zu pflegen, nicht mehr zurückgreifen können. Außerdem muss man wissen, dass mindestens 80% der Nachkommen der Familien, die hier bestattet sind, in der Shoah umgekommen sind und nicht mehr leben, sodass wir auf ihre Hilfe heute nicht mehr zählen können. Unter mir ist die ehemalige Aufbahrungshalle, Hebräisch Tahara-Haus, in dem die Toten für die Beerdigung rituell gewaschen wurden, eingekleidet wurden, vorbereitet wurden und von hier aus dann auf den Friedhof herausgebracht worden sind. Es ist ein sehr schöner, spätklassizistischer Bau von Josef Kornhäusl, dem ganz bekannten Wiener Biedermeier-Architekten, der ja auch den Stadttempel in der Seitenstättengasse für die Kultusgemeinde gebaut hat. Was ist das? Das ist ein ganz außergewöhnlich schönes Grabdenkmal. Hier ist die Ehefrau von Salomon Sulzer, dem ganz berühmten Kantor, begraben, Fanny Sulzer. Sie ist ein bisschen vor ihm gestorben und er hat hier dieses wunderschöne Grabmal im orientalisierenden Stil errichten lassen. Sulzer ist nach Wien berufen worden als erster Oberkantor des Wiener Stadttempels, nachdem die Kultusgemeinde gegründet worden ist, und ist ein großer Reformierer der Synagogenmusik. Seine Kompositionen werden heute noch weltweit gespielt. Tina, ich sehe da auf diesen Grabsteinen beispielsweise erhobene Hände und einen Kelch. Was ist das da für ein Bewandtnis? Was bedeutet das? Das sind zwei Zeichen, die traditionellerweise auf jüdischen Grabsteinen auftauchen und rituelle Funktionen bezeichnen. Die Hände sind die zum Segen erhobenen Hände eines Priesters, also eines Angehörigen einer Priesterfamilie. Das sind die Nachkommen des Stammes Aaron. Seine Aufgabe ist es, zu den hohen Feiertagen im Gottesdienst der versammelten Gemeinde den Segen zu erteilen. Dazu hebt er die Hände. Kelch bedeutet was? Diese Kanne, die man auf dem Grabstein sieht, bezeichnet die Funktion des Priesterdieners, hebräisch Levi, der die Aufgabe hat, dem Priester, bevor dieser den Segen erteilen kann, Wasser über die Hände zu gießen, damit sich der Priester rituell reinigen kann. Das ist diese Kanne, die auf dem Grabstein abgebildet ist. Der Name Epstein, Tina, kommt mir sehr bekannt vor, den habe ich, glaube ich, schon mal gehört. Jetzt möchte ich natürlich von dir wissen, um welchen Epstein handelt es sich da. Für mich als gebürtiger Niederländer ist natürlich jetzt besonders interessant der Stein davor, weil das kann ich lesen, das ist niederländisch. Vielleicht kannst du mir erzählen, wie das hier zustande gekommen ist. Wir haben hier das Grabmal der Familie des Ringstraßenpalais-Erbauers Gustav Ritter von Epstein. Hier sind seine Eltern und hier ist auch seine Schwester bestattet. Dieser große Granitobelisk steht hier für seine Eltern. Interessant ist besonders der Grabstein, der vor diesem Epstein-Grabmal auf dem Boden liegt. Man kann darauf lesen, Anna und Josef Teixeira de Matos. Wir haben es hier mit einer portugiesischen jüdischen Familie zu tun, die aus Amsterdam stammt. In Amsterdam sind diese Typen von Grabsteinen charakteristisch für die dortigen sephardischen Friedhöfe. Und so haben wir hier nach Wien importiert einen Grabstein nach dem traditionellen westeuropäisch-sephardischen Muster. Tina Wertheimer ist ein Name, der einem in Wien auch sehr oft begegnet. Und darunter steht KK Brief Großhändler. Das ist ja auch eine Bezeichnung, die man öfter liest. Kannst du mir was darüber erzählen? KK Brief Großhändler, das meint nicht privater Großhändler, sondern privilegierter Großhändler. Wir haben es hier mit einer jener Personen zu tun, die aufgrund des Toleranzpatentes Josefs II. Eine Aufenthaltsgenehmigung in Wien bekommen haben.
Josef II. Hat ja die Zuwanderung nach Wien neu geregelt. Man könnte diese Regelung mit der heute gültigen Green Card-Regelung in den USA vergleichen, wenn du so möchtest. Man hat also Personen nach Wien zugelassen, die imstande waren, für das Staatsgesamte, für den Ort, die Stadt, etwas Positives, Nützliches beizutragen. Und zwar unangesehen seiner Religionszugehörigkeit. Das ist sozusagen der Toleranzaspekt an diesem Zuwanderungsgesetz. Es ist ein sehr, sehr schönes Monument. Wir haben es hier mit einem der außergewöhnlichsten Grabdenkmäler hier auf dem Währinger jüdischen Friedhof zu tun. Es ist ein sehr schönes, spätklassizistisches Grabmal, leider aus Sandstein, einem sehr vergänglichen, leicht verwitterbaren Material. Schau dir diese Architektur an mit den Säulen, man könnte vom Typus des Himmelstores sprechen. Wenn dieses Grabmonument nicht bald stabilisiert wird in seinem Erhaltungszustand, konserviert wird durch Fachkräfte, dann wird dieses Grabdenkmal für immer verloren sein. Tina, du hast mir erzählt, das ist einer der bekanntesten Grabmäler auf diesem Friedhof. Was hat das hier mit auf sich? Das hier ist das Grabmal von Fanny von Arenstein. Sie ist sicher die wichtigste und berühmteste jüdische Frau Wiens, zumindest für die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sie ist diejenige, von der man sagt, dass sie die Sitte, einen Weihnachtsbaum aufzustellen, nach Wien gebracht hat. Das mag damit zu tun haben, dass sie die Tochter des Berliner Oberrabbiners und Oberhoffaktors Daniel Itzig ist und man in Norddeutschland diese Sitte, einen Weihnachtsbaum aufzustellen, ja schon früher gekannt hat. Ihr Vater, Daniel Itzig, war sehr, sehr gut befreundet mit Moses Mendelssohn, dem großen jüdischen Aufklärer. Mhm. Mendelssohn, auch ein sehr berühmter jüdischer Name. Ja, ganz genau, du liegst da richtig. Der Sohn dieses konvertierten Ehepaares war tatsächlich Felix Mendelssohn Bartholdy, der ganz bekannte Komponist. Er ist also sozusagen der Neffe von Fanny von Arnstein, die hier bei uns auf dem Friedhof begraben ist. Tina, konnte man in diese Grabhäuschen immer hineinschauen? Das ist leider einer der Fälle, auf dem hier auf dem Friedhof Vandalismus verübt worden ist. Die Grabstellen waren mit Grabplatten verschlossen, auf denen die Namen der hier Bestatteten verzeichnet waren. Das ist ganz links Bernhard Eskeles, in der Mitte seine Ehefrau Cecilie Eskeles, geborene Itzig. Das heißt, sie ist die Schwester von Fanny von Arnstein, geborene Itzig. Ganz rechts haben wir dann ein besonders krasses Beispiel für eine Zerstörung. Hier hat sich der vierte Sarkophag befunden, die Grabstelle von Nathan Adam Arnstein, dem Ehemann Fannys von Arnstein. Er ist in der NS-Zeit exhumiert worden, seine Gebeine entfernt worden durch die Kultusgemeinde, die verhindern wollte, dass die Gebeine dieses ganz berühmten Mitgliedes der Wiener Kultusgemeinde im Naturhistorischen Museum in einer Pappschachtel landen. Und was macht nun Fanny von Arnstein so berühmt? Sie hat noch in Berlin eine sehr, sehr gute Ausbildung erhalten, ist also eine der wenigen gebildeten Frauen ihres Zeitalters und hat in Wien einen Salon eröffnet. Das war der erste bürgerliche Salon, den es in Wien gegeben hat. Dieser Salon bekommt dann in der Zeit des Wiener Kongresses eine ganz besondere politische Bedeutung. Und insofern kann man auch sagen, dass Fanny von Arnstein eine der ersten bürgerlichen, noch dazu jüdischen Frauen ist, die direkt politischen Einfluss nehmen konnten. In ihrem Salon sind die Diplomaten, Politiker aus ganz Europa aus- und eingegangen, die auf dem Wiener Kongress die Neuordnung Europas nach den Napoleonischen Kriegen beschlossen haben.